Ja, willkommen zurück. Damit sind wir auch schon im zweiten Part von Lego Star. Nein, Entschuldigung. Nicht von Lego Star Wars, sondern von Lego Harry Potter Staffeln 5 bis 7. Wir drücken auf Fortsetzen. Und ich glaube, wir sind jetzt in der Winkelgasse. Ich bitte euch, was war das denn gerade? Dieser Wagen. Ach komm. Was gibt es denn hier? Ich glaube, wir sind gerade gar nicht in einer Mission, sondern in einem Zwischenspiel, sag ich mal. Ah, okay, hier ist, sind für Cheatcodes. Hallo, Spiel. Danke. Tschüss, Spinne. Darf ich die Leiter auch hoch? Nein, darf ich nicht. Okay, das heißt, hier gehen wir wieder raus. Ah, okay, die roten Steine. Und dann gehen wir mal weiter. So, dann das nächste. Na komm, ich klau dir sogar. Drei goldene Steine. Okay, so wie es aussieht, gehen die automatisch in die Mitte. Ah, okay, hier kann ich dann die Mission auswählen. Beziehungsweise ich glaube, das war die erste Mission. Kann ich hier die Treppe hoch? Ja, ich kann hier sogar die Treppe hoch. Geht's denn hier oben weiter? Oh, geht es tatsächlich?
Das muss ich sagen, mag ich an Lego-Spielen. Lego-Spiele sind so weiträumig. Okay, dunkles, was war das? Ah. Mrs. Fick. 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 Irgendwie so. Kann ich nicht ganz aussprechen. Beziehungsweise weiß ich gerade gar nicht, wer sie ist. Also ich habe die Filme geguckt, aber es sagt mir gerade nichts. Ah, okay, hier sind die ganzen roten Steine. So, da bin ich auch wieder. Kann man hier vorne noch irgendwas tun? Und wo muss das hier jetzt hin? Okay, hier darf ich nicht lang. Komme ich denn darauf? Kannst du so viel applaudieren, wie du möchtest.
So, dann gehen wir mal hier runter. Weiter geht's. Und dann sind wir beim Zug angekommen. Schub, hoppala. Hier bitte schön ein Zugfahrticket nach Hogwarts. Guten Tag, ich würde gerne in den Zug einsteigen. Da bin ich gerade gegen meinen Schreibtisch gekommen. So, Hogsmeade. Einen Moment. So. So, dann gibt es auch die Nummer 2. Okay, wir haben alle die. Und die nächste Fackel wird erledigt. Ach da, fast hätte ich's übersehen. Bahnhofswache. Immer dieses Gesicht von Lord Voldemort. So. Vorne ist schon wieder. Eines der bösen Viecher.
vom Acker. Genau, und lass noch ein paar Münzchen hier. So. So. Das gibt's doch nicht. Und damit einmal weiter. Oh ja. Da komme ich natürlich nicht viel weit, nicht weit. Was gibt's hier hinten jetzt? Das Schloss. Ach, wer ist denn eingeschlafen? Bist du endlich wach?
Jetzt weiß ich, wie ich da rankomme. Na gut. Obwohl, stopp. Jetzt. Naja, irgendwas wird das ja bringen. Entschuldigung, dass ich halt so ruhig bin. Halt einmal, ich möchte meine Geschwister nicht wecken. Und diese andere Sache ist, dass ich auch ein Ticken müde bin. Raus. Okay. Und damit hätten wir auch einen dir versohle ich den Hintern. Ron, blauer Schlafanzug. Okay, warum nicht, ne?
ganz so aus, als könnte ich ihn momentan nicht retten. So, aber ich würde sagen, sind wir gerade in einer Mission? Ich gehe mal weiter. Der Schüler sah mir nicht gerade so aus, als ob jetzt sei er irgendwann mal in Gefahr gewesen. Oh, ein goldener Stein. Klappt das da auch? Als ob ich damit noch so, ich sag mal, so viel Geld bekomme. Tschüss. Also, was? Hier kann ich nichts machen. Eine kleine Partie Schach.
jedem das, was er verdient, so nach dem Motto irgendwie. Mal. Diesmal kein Schüler drin. Das ist aber gerade blöd. Mal wieder zusammenbauen. So. Das. Das. Mag hier nicht irgendwo. Ach, da liegt es. Und da kommt wie immer nur Schrott raus. So, den auch einmal hoch und wieder runter, dass ich noch ein bisschen Geld bekomme. So, dann einmal hier auf. Dann haben wir doch auch schon unseren Papierflieger.
Ah, da ist die Tür. Ja, die Folge geht jetzt knapp 40 Minuten. Damit würde ich sagen, endet auch diese Folge. Damit endet auch der zweite Part des Projektes. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, ich konnte nicht, falls ihr Kommentare zum ersten Part geschrieben habt, auf die konnte ich nicht eingehen, da ich die Folgen direkt hintereinander aufgenommen habe. Achso, da ihr, ich weiß nicht, ob ihr das weiß, wisst. Und falls ihr gefragt habt oder fragen würdet, oben rechts, das sind die Frames per Second, also die FPS, die ich im Spiel habe. Die hat mir, beziehungsweise die zeigt mir mein Programm von also mein GeForce-Programm an. Ja, und damit wünsche ich euch noch viel Spaß bei diesem Projekt. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen und diese natürlich auch, und dann werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss.